Der Goldene Löwe zum Abschluss des Filmfestivals in Venedig ist für den Psychothriller Joker an den US-Amerikaner Todd Phillips verliehen worden. Das von Comics inspirierte Werk erzählt, wie aus einem psychisch kranken Mann der Bösewicht Joker wird. Der Gegenspieler von Batman, der 44-jährige Joaquin Phoenix, spielt die Hauptrolle. Als beste Schauspieler ehrte die Jury die Französin Ariane Ascaride und den Italiener Luca Marinelli. Ascaride gewann die Auszeichnung für ihre Leistung in dem Sozialdrama Gloria Mundi von Robert Guédiguian, mit dem sie im wahren Leben verheiratet ist. Marinelli für seine Darstellung in Martin Eden von Pietro Marcello nach einer Buchvorlage von Jack London. Der große Preis der Jury ging an J'accuse, an Officer in the Spy von Roman Polanski. Der 86-jährige Oscar-Preisträger erzählt darin von der Dreyfus-Affäre, die in den 1890er Jahren zu einem Justizskandal in Frankreich führte.